Liebe Schwester, hör dir diesen Hadith an, nur ganz kurz. Dieser Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der die Bedeutung hat, die Frau, die ihre 5 Pflichtgebete verrichtet, im Monat Ramadan fastet, ihre Scham bewahrt und ihrem Ehemann gehorcht, das heißt den Stolz und die Ehre ihres Ehemannes bewahrt, zu ihr wird gesagt werden am Tag des jüngsten Gerichts: Betrete das Paradies, durch welches der Paradiestore du möchtest. Liebe Schwester, das heißt, du suchst das Tor aus, aus dem du das Paradies betreten möchtest. Das ist besser für dich, liebe Schwester, als jeden Luxus dieser vergänglichen Welt. Was ist schon ein teures Auto? Was sind schon teure Kleider? Was sind schon teure Schuhe im Gegensatz für diesen einen Moment, wo zu dir gesagt werden wird, wovon die Bedeutung lautet: Betrete das Paradies, durch welches der Paradiestore du möchtest. Nimm dir das zu Herzen.